Heute eine ganz besondere Geschichte. Von Tieren in der Savanne. Ja, und wie die sich gegenseitig anschauen und so weiter. Mal sehen. Das besondere Zebra Susi. Einen ganz besonders heißen Nachmittag bewahrten Löwe Ludwig, Erdmännchen Gunnar und Zebra Susi auf einem Hügel unter einem schattigen Baum. Von hier aus hatten sie einen tollen Ausblick auf die afrikanische Savanne. Da die Regenzeit fast vorüber war und die Büsche und Bäume voller grüner Blätter hingen, versammelten sie sich in den letzten Tagen sehr viele Tiere an den Wasserstellen. Vor ihrem schattigen Plätzchen aus beobachteten die drei Freunde gern die zahlreichen Tiere. Besonders spannend fanden sie die großen Elefanten, die sich meist an der Wasserstelle trafen und dort Unmengen an Wasser in ihren langen Rüssel saugten. Wenn das so weitergeht, ist die Wasserstelle in ein paar Tagen ganz leer gesaugt, kommentierte Gunnar das rege Treiben. Löwe Ludwig und Susi hörten jedoch nur mit einem Ohr zu. Sie waren mit ihrem spannenden Kartenspiel viel zu beschäftigt. Als Susi gerade die letzte Karte legen und freudig ihren Gewinn verkünden wollte, kam ein fremdes Gnu an ihr vorbei und blieb stehen. »Du bist ja ein ganz seltsames Zebra!« Das Gnu musterte Susi von oben bis unten, schnaufte. Erdmännchen Gunnar sprang auf und stellte sich vor Susi. »Wer bist du eigentlich? Und was genau ist an unserer Freundin seltsam?« »Na, seht ihr das denn nicht?« fragte das Gnu die drei Freunde und schaute Susi immer noch begeistert an. Nun setzte sich auch Löwe Ludwig auf und fragte das Gnu, »Was sehen wir nicht?« Löwe Ludwig und Gunnar schauten Susi von oben bis unten an und beantworten wie aus einem Mund, »Nein, wir sehen gar nichts. Alles wie immer bei Susi.« Susi fühlte sich sichtlich unwohl. Noch nie wurde sie so begutachtet. Und niemand fand sie bisher seltsam. Am liebsten hätte sie sich vollständig hinter ihren Freunden versteckt und unter einem Baum verkrochen. Doch es war zu spät. Nun zog die gesamte Gnu-Herde an ihnen vorbei und blieb ihren Freunden blieb stehen. Auch sie sahen Susi an, nuschelten etwas von sich her und schauten einander fragend an. Das kleinste und jüngste Gnu der Herde bemerkte die drei Freunde unter dem Baum als letztes und rief dann fröhlich los. »Schaut mal, das Zebra unter dem Baum. Es hat ja nur drei Streifen.« »Das habe ich ja noch nie gesehen.« Nun war es geschehen. Alle drehten sich zu Susi rum. Auch Ludwig und Gunnar zählten jetzt die Streifen. »Tatsächlich«, sagte Ludwig, »du hast nur drei Streifen. Darauf habe ich noch nie geachtet.« Jetzt, da es ausgesprochen war, schien es nicht mehr besonders interessant zu sein. Die ganze Herde setzte sich in Bewegung und zog schnaufend an den dreien vorbei. Susi hatte sich am liebsten in Luft aufgelöst, doch das ging leider nicht. Gunnar spürte Susis Unbehagen und wuselte um sich herum. Dabei sagte er aufgerechnet, »Ist doch ganz egal, was diese Gnus sagen. Mir ist das mit deinen Streifen vorher noch nie aufgefallen. Lass die Gnus doch reden.« Susi guckte Gunnar genervt an. »Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr nicht gesehen habt, dass ich nur drei Streifen habe. Warum habt ihr mir das denn nie gesagt?« Gunnar und Ludwig schauten sich an und schüttelten dabei unschuldig den Kopf. Doch es war zu spät. Susi senkte ihren Kopf und lief davon. Die zwei machen sich große Sorgen um ihre Freundin. »Diese gemeinen Gnus kommen hier einfach vorbei und machen sich über unsere Freundin lustig«, gummelte Löwe Ludwig zornig und überlegte, was nun am besten zu tun war. Am nächsten Morgen waren die drei Freunde mit einigen anderen Tieren zum Spielen verabredet. Alles hatte schon begonnen, das Spielfeld aufzubauen. Da kam auch Susi dazu. »Hallo Susi, möchtest du im Tor stehen?«, fragte die Giraffe. »Klar, mache ich«, antwortete Susi selbstbewusst. Gunnar und Ludwig schauten sich fragend an. Von Weitem sah es aus, als hätte Susi mehr Streifen als am Tag davor. »Scheint so, als wäre alles in bester Ordnung«, nickte Ludwig seinen Freund zu. Nun positionierten sich auch die beiden Freunde auf dem Spielfeld. Der Ball wechselte mehrfach die Seiten und die Spieler konnten sich wegen der aufgeweckten Staunen kaum noch sehen. Plötzlich donnerte es laut am Himmel. Innerhalb kürzester Zeit rauschten Unmengen an Regentropfen hinab auf das Spielfeld. Doch so schnell wie der Regen gekommen war, war er auch schon wieder verschwunden. Alle standen noch immer platschnass auf ihren Positionen. Susi hatte den Ball unter ihrer Hufe. »Susi, was ist denn mit dem Feld passiert?
Und wieso ist der Ball jetzt schwarz? Fragt das Nashorn. Alle anderen drehten sich nun auch zu Susi um, die ebenfalls mit sich Euro an sich umsah. Sie stand wie eine Pfütze voll schwarzer Farbe und ihr Fell war fleckig im Grau. Gunnar und Ludwig sahen sich an. Susi hat sich Streifen also aufgemalt, um so auszusehen wie die anderen, flüsterte Gunnar seinem Freund zu. Mit einem kleinen Absenkungsmanöver versuchte Gunnar, die Aufmerksamkeit der anderen Spieler auf sich zu lenken. Susi musste den Moment, um schnell wegzulaufen und den Blicken der anderen Tiere zu entziehen. Am nächsten Tag waren die drei zum Kuchenessen bei der Großmutter von Ludwig eingeladen. Sie liebte es, Besuch zu haben und freute sich immer über Gäste, die viel Kuchenhunger mitbrachten. Ludwig und Gunnar warteten bereits an Großmutters Gartenzaun, da kam auch endlich Susi dazu. Im selben Moment kam Ludwigs Großmutter aus ihrem Haus, empfing die drei Freunde in der heißen Nachmittagssonne. Nanu, Susi, was machst du denn bei dieser Hitze mit einem Regenmantel? Fragte Ludwigs Großmutter verdutzt. Susi erzählte von dem plötzlichen Regenschauer am gestrigen Nachmittag und davon, dass sie ab jetzt immer sicherheitshalber einen Regenmantel anhaben wird. Ludwigs Großmutter antwortete darauf, dass in ihrem Haus und bei dieser Hitze keine Regengefahr bestehen würde, und mal mir den Mantel ab. Als alle am Tisch saßen, nahm Susi ihren ganzen Mut zusammen und fragte Ludwigs Großmutter, der eigentlich immer alles wusste, wie viele Streifen ein echtes Zebra haben sollte. Wie kommst du denn darauf, dass es echte Zebras gibt? Das würde ja bedeuten, dass Zebras, je mehr oder weniger Streifen als die anderen haben, nicht echt sind. Ludwigs Großmutter schaute die drei bedrückten Gesichter an ihrem Kuchentisch und verteilte nebenbei den leckeren Kuchen. Susi berichtete Großmutters Ludwig von den Ereignissen der letzten Tage und von den Gnus, die sie für ein seltsames Zebra halten, weil sie nur drei Streifen hat. Daraufhin schmunzelte Ludwigs Großmutter und holte ein altes Fotoalbum aus einer Kiste neben hervor. Ich zeige dir jetzt mal einige ganz besondere Freunde, die ich auf meinen vielen Reisen kennengelernt habe. Auf den Fotos sahen die drei Freunde Tiere, die sie bisher noch nie gesehen hatten. Ludwigs Großmutter erzählte ihnen, um welches Tier es sich handelt. Zu sehen waren also eine Schildkröte, ein Panda-Bär und ein großes Känguru. Und? Fällt euch etwas bei meinen Freunden auf? Was meint ihr? Sehen sie irgendwie seltsam aus? Die drei Freunde sahen sich an und sagten wie im Chor, nein, sie sehen sehr nett aus und so, wie hätten sie bereits einige spannende Abenteuer erlebt. Ludwigs Großmutter nickte unzufrieden. Sie erzählte, dass die Schildkröte Cordula ist und eine ihrer ältesten Freundinnen ist. Ihr Panzer hat eine ganz andere Musterung als die Panzer ihrer Artgenossen. Der freundliche Panda-Bär heißt Lipu und hat ein längeres Ohr, als sie beim Laufen auf sein Gesicht hielt. Und das Känguru wird von allen Betty genannt und hat keine Beuteltasche. Stattdessen trägt sie immer einen kleinen Rucksack auf ihrem Rücken. Ludwigs Großmutter tätschelte Susis Schulter und berichtete von den spannendsten Abenteuern ihrer Freunde. Es gab keine mutigeren Freunde als diese drei. Es gibt also kein richtig und kein falsch, echt oder unecht. Du bist wunderbar, so wie du bist. Egal, wie viele Streifen du hast. Das haben wir doch gleich gesagt, Susi, freute sich Ludwig und Gunnar. Erleichterung machte sich breit, als alle genossen jetzt Großmutters leckeren Kuchen und waren zufrieden. Und wenn bei euch einer mal mehr Streifen hat oder weniger auf seinem Rucksack oder irgendwas im Gesicht, müsst ihr und manche Leute da komisch drauf gucken, dann müsst ihr euch überhaupt nicht darum kümmern. Zebra Susi hat auch danach mit ihren drei Streifen noch weiter glücklich gelebt und sich nicht mehr darum gekümmert, was Gnus und was irgendwelche anderen Tiere sagen. Viel Spaß noch!